Hey und willkommen zu einer neuen Baufolge zu meinem Skischalet. Ich bin Daniel von simfans.de. Immer wieder witzig, das zu sagen, weil sich das so komisch reimt. Ja, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir fliegen mal durch. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben oder auch nicht. Wir gehen in den Baumodus. Ja, weil wir haben es nicht gemietet. So ist das. Das ist ein Mietgrundstück, also ein Ferienhaus hier in Mount Comorabbey. Und ja, da waren wir letztes Mal ja noch im Schlafzimmer. Wir haben hier mit Podesten, die es irgendwie wieder nicht mehr anzeigt seit dem Patch, zumindest nicht die Seiten, haben wir das angepasst. Wir haben, ja, das Spiel ist immer wieder gut für eine Überraschung hier, ja. Ist natürlich nicht positiv gemeint. Hust. Und wir müssen das nochmal hier berühren, das als kleiner Bugfix, ne, falls ihr das auch mal bei euch habt. Ja, ich habe ein Klappbild reingemacht, gleich zu euren Kommentaren. Ich zeige nochmal ganz kurz das Haus für alle, die jetzt das erste Mal vielleicht reinschauen. Es gibt hier auch eine Playlist, die findet ihr rechts oben in der Infocard oder auch in der Videobeschreibung. Da kommt das Bad rein, hier haben wir so einen Kinderbereich, Eltern, Schlafzimmer. Es ist ein, ja, eine in Anführungszeichen kleine Hütte, also es ist natürlich schon ein Luxushaus, aber ne, es ist nicht sehr, sehr weitläufig. Und da haben wir so eine schöne, ja, ich will schon sagen Wintergarten, aber es ist so eine Kuschelecke in der nächsten Mal. Da haben wir das Wohnzimmer, was noch reinkommt. Und die Küche, die kommt in dieses Eck rein. Wir haben hier noch ein separates WC. Hier unten natürlich auch ein Kamin. Und hier eine Treppe und wir brauchen noch eine, denn ihr wünscht euch einen Wellnesskeller. So. Ich gerade so, Winterkeller? Was denkst du wieder, Daniel? Ja, so sieht das von der Seite aus. Wir haben hier auch ein paar Besonderheiten, vor allen Dingen hier mit dem Dach auch, ne? Das haben wir ja schön feinsäuberlich in der ersten Folge gestaltet, diesen Grundriss. Hier, wie gesagt, kommt die Küche rein. Wir haben die Holzpellets hier schon gemacht und auch so ein bisschen so ein Dach für unseren Truck. Schnee. Bepflanzelung wurde sich gewünscht, neben dem Wellnesskeller, ein Spieltisch aus Zeit für Freunde und wir brauchen noch aus der letzten Folge noch das Feedback Heizpilze und die gibt es ja tatsächlich, ne? Wo sind die eigentlich drin? Sind die bei Beleuchtung? Ich guck mal rein. Genau, diese schönen Heizpilze, wir benutzen die viel zu selten, oder? Man denkt da irgendwie nie dran an so ein Objekt, ich weiß auch gar nicht, wo der ist, ich glaube, der ist aus Zeit für Freunde, habt ihr geschrieben, ja, wa? Dann machen wir mal Packs. Sei für Freunde, alles. Gibt's nix hier. Keine Heizpilze. Sind die aus Zeit für Freunde? Ich glaub schon. Ich glaub schon. Aber ich finde sie nicht. Oder sind die... Ich guck mal einfach alle durch. Wir können ja hier mit der Mod hier das ausklappen. Better Build By von Twisted Maxi. Expandable Build By Catalog. Googeln. Falls euch das interessiert, was ich hier habe. Das ist einfach ein bisschen besser für eine Übersicht. So, ne? Wenn man zu schnell durchscrollt, erfasst man natürlich auch nicht mehr. Aber manchmal sieht man es irgendwie so im Augenwinkel. Ne? Und dann ist das ganz gut zu finden. Die Suche kann man ja irgendwie knicken. War der in Zeit für Freunde? Ich dachte, der wäre in Zeit für Freunde. Aber ich bin blind. Bestimmt bin ich schon dran vorbeigescrollt. Oh, das fängt ja schon wieder gut an, Leute. Hier. Aber dann können wir den... Ach, der Spieltisch war aus Zeit für Freunde, genau. Der Heizpilz war aus... War der aus Sonnenterrassen? I don't know. Wir brauchen einen Spieltisch. Unbedingt voll geile Idee. Danke dafür. Es ist immer so cool. Ich kann es nur noch mal sagen. Deswegen gibt es die Folgen ja auch in so einem eher etwas längeren Rhythmus. Weg das Lama nicht. Ja, das wollen wir doch. Dann nehmen wir gleich den kompletten. So, den packen wir mal rein. Irgendwo kriegen wir den unter. Ansonsten kommt er auf den Balkon. Ja, dann müssen wir noch mal gucken. Ich glaube, dann gehen wir mal in Gaumenfreuden rein. Das wäre so meine zweite... Idee gewesen, aber jetzt, wo ich es ausspreche, ja, da ist er. Mythische Veranda-Wärmelampe. Ja, das wird man auch suchen, ne? Er sucht nicht danach. So, dann machen wir da mal ein paar Heizpilze hin. Ich finde die ganz cool, wenn die so wirklich mittendrin auch stehen, oder? Da muss ja schon warm sein hier auch. Hier können wir den vielleicht so ein bisschen an den Rand. Den so in die Mitte, oder wie machen wir das? Es gibt auch ein schönes Licht abends und es sieht natürlich so ein bisschen luxuriöser auch aus, ne? Wenn man das so... sowas hat. Dann, ich möchte hier oben auch noch so ein bisschen dieses Holz nochmal integrieren. Ich finde das ja einfach so toll, das Objekt, das muss da einfach rein. Dann hat man da auch in dieser Nische so ein bisschen den Nutzen von dieser Nische, ne, einfach. Was für ein Gelaber. Aber so ist es doch, oder? Und dann kann man da, das würde sich jetzt anbieten, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin, da eine Treppe runter zu machen. Das Spiel will ja immer so für Kästchen hier. Ich muss unter die Erde für einen Wellnesskeller. Ja, ihr wollt noch nicht, dass die Folge schnell endet. Wir brauchen noch einen Keller.
Und das bietet sich aber auch an. Also das ist ja wirklich, wirklich geil. Also so ein Wellnesskeller, wer wünscht es sich nicht? Muss man wirklich so sagen. Oder entfernst wieder die Fenster? Ist nicht euer Ernst. Ich sag's dir, liebe Spiel, mach keinen Scheiß hier. Wir gucken mal, ob wir da irgendwie runterkommen. Wir müssen ja irgendwie runterkommen auch. Ansonsten, der Notfall wäre eine Kellertreppe von außen erreichbar. Muss man erst durch den Schnee durch. Ich probiere das mal einfach. Kommen wir da runter? Müsste ja eigentlich gehen. Aber die Treppe geht wahrscheinlich zu weit runter, weil wir auch noch ein ewig hohes Fundament auch haben. Deswegen... Oh, da geht auch der Schnee schon hoch. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Deswegen müssen wir nochmal gucken. Also da könnte man das anbringen. Da hinten ist es ihm zu lang. Jetzt, wo kommt man da raus? Da ist der Keller. Ist der im Fundament der Keller? Seit wann machen die da im Fundament? Auch nicht schlecht. Okay, vielleicht wenn das Fundament hoch genug ist. Ja, dann müssen wir nochmal gucken, dass wir unten einfach vielleicht nochmal ein Kästchen weitergehen. Oh, da haben wir ja, da könnten wir ja noch weiter. Ist ja gar nicht mal so blöd. Weil, dann können wir da nämlich die Treppe nach unten führen. So, entfernen wir mir wieder die Säule. Danke, liebes Spiel, für nichts. Dann würde ich mal sagen, die ist abgenommen. So, oh, das ist aber echt eng hier mit der Tür. Gut, die Tür ist in der Mitte, aber trotzdem hier, wa? Kann man die nochmal einbeugen, dass ich die nochmal ein bisschen früher hier, Was können keine Treppen? Treppen können keine Treppen überschneiden hier. Echt jetzt mal? Oh no. Gut. Man könnte es ja andersrum drehen. Weil wir haben ja da noch ein bisschen Luft. Wir haben ja da noch ein bisschen Luft. Wenn man das hier so rüber macht. Immer ein bisschen zickig mit den Treppen hier, ne? Wenn hier nochmal eins hochgeht, geht nicht. Kann keine Wände überschneiden. Wo ist da eine Wand? Wo ist da die Wand? Was für eine Wand? Da ist keine Wand. Das will er nicht. Ich probiere nochmal die Treppe lang zu machen und so rum zu beugen. Mal gucken, ob er mich dann nochmal eins hochlässt. Ne, lässt er mich nicht hoch eins. Ach, weil da der Boden ist, oder wie? Weil den Boden könntest du doch ausstanzen. Nicht mal, wenn so. Ach so, dann wären wir. Ah, die Wand. Die Wand, ja. Da dann, würden die dann den Kopf anschlagen. Ach, da ist er wieder mal. Da ist er wieder mal super blöd. Ja, ist doch wahr, oder? Ja, ich will aber so eine breite Doppeltreppe. Na, unten gerne eine kleine. Oder wir machen die woanders hin. So eine geheime Bücherregal, Geheimtür. Ja, die ist so geheim, dass es eine geheime Bücherregal, Geheimtür ist. Dann müssen wir hier irgendwo mal noch runter, oder was? Wie machen wir das denn am blödesten? Vielleicht von da oben? Das könnte auch noch was sein, wenn man da nochmal... Oder hier am Rand. Oh, das wäre gut. Hier ist so am Rand. Da haben wir Platz dafür. Machen wir davor die Garderobe. Ne, noch eins rüber. Und dann packen wir die wieder, machen wir die wieder gerade, dass die da nicht ums Eck geht. Dann machen wir da die Garderobe. Oder wenn man da die Garderobe. Beides Garderobe. Ne, wir machen das so, dass das hier bündig ist. Ja, verschluckt mir alle Säulen wieder. Dass das hier nicht, da können wir da noch ein Zäunchen machen. Ist auch nicht zu eng, weil wir haben ja da den Dreierflur. Ja, würde ich so sagen. Okay, dann machen wir mal da einen Knopf dran hier. So. Jetzt geht's erstmal nach unten. Und unser Zäunchen, das brauchen wir auch. Und auch unser normales Zäunchen. Ich glaube, das haben wir oben, wa? Niedriger Zaun, Schnee. Schneeparadies. So, jetzt aber. Ja, ja. Wäre schön gewesen, wenn da der Platz ausgenutzt werden konnte, weil es geht schon tief rein hier. Aber da finden wir was Schönes. Habe ich leider nichts gesehen. Habt ihr was noch? Habt ihr noch was gefunden? Wenn ihr eine Idee habt, immer ja damit. Immer ja damit. Ich mache hier mal die Holzplanken drauf, damit wir das mal auch schön haben. Kann man bestimmt schöne Deko hinstellen. Und hier natürlich nach unten hin auch dann unsere Wand. Jetzt machen wir den Keller erstmal ein bisschen kleiner. Und dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht hier so in die Richtung würde es sich anbieten, wenn man runterkommt. Und dann, ne? Wenn man runterkommt und dann nach hinten hin nichts mehr ist. Und da wir brauchen eigentlich einen Pool, oder? Eine Sauna. Und was noch? Und was noch? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ein Pool und eine Sauna. Weil das darf nicht fehlen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Also ich würde natürlich da beim Runterlaufen erstmal irgendwo Duschen hinmachen. Wobei, wenn es ein Privathaus ist, dann müssen die ja nicht so extrem abgetrennt sein. Also man kann da durchaus, glaube ich, so ein bisschen auch... Ja. Ich würde mal so einen Pool reinmachen.
Der ist nicht zu groß und nicht zu klein, ne? Für diese Hausgröße auch. Einfach, dass man da einen Pool hat. Oder wir machen diese heißen Quellen da rein. Da können wir mal gucken. Heiße Quellen, weil die sind auch von der Größe her ganz gut. Und es ist natürlich so eine entspannende Untechtelmechtel-Area, ne? Da kann man ein bisschen mehr machen. Nicht den Raum entfernen, den Pool entfernen. Liebes Spiel. Hätte dir auch denken können hier. Komme ich nie mehr an den Pool ran, ist er weg. So. Machen wir das ein bisschen länger. Ja, das wird wieder größer hier automatisch. Brauchen wir Lampen auch. Dann nehmen wir den, in Anführungszeichen, modernen Pool. Ab in den Keller hier mit euch. Ab in den Keller. Ich mache erstmal irgendwelche Lampen da rein, dass man da halt ein bisschen Licht hat. Wie ist es denn der Schatten zu beschissen? Kann man das mal jemand sagen? Und ich würde hier, gehen wir in die mittlere Tiefe oder lassen wir das? Ich würde nicht mal tiefer gehen. Das darf ja gern unten so ein bisschen schnuggelig, höhlenstollenmäßig aussehen. Natürlich brauchen wir auch hier wieder diese tolle Steinwand. Die machen wir die ringsrum oder machen wir die so an den Rand nur? So vereinzelt, oder? Das ist, glaube ich, geiler. Ja, da würde ich jetzt eher Holz machen. Dann machen wir an den langen Seiten den Stein. Und hinten dann wieder das Holz. Oder wir machen das... Oh, das ist noch besser. Wieso für eins entscheiden? Wir machen das abwechselnd. Wir machen das so. Wir machen das so, dass hier eine Wand ist. Da machen wir die Duschen hin. Und nee, wir machen das so in der Nische noch besser. Das ist so eine Nische, weil gerader Raum ist ja langweilig. Weil das so eine Nische ist, sind die Duschen so ein bisschen, nur ein Ticken separiert. Aber natürlich nicht ganz. Müssen sie auch nicht. Jetzt gucken wir nochmal trotzdem oben, wo wir da rauskommen. Nirgends. Sehr gut. Und dann haben wir, dann machen wir das so Säulen hin bei den Übergängen. Ich glaube, das ist cool. Und dann können wir auf die Seite, jetzt machen wir den Pool erstmal richtig, machen wir es so rum, oder? Ah, da steigt man ein. Okay, da steigt man ein. Ja, dann müsste man den so rum machen. Hinten ins Eck rein. Also ein bisschen zu weit hinten jetzt, finde ich. Man könnte das, dann würde ich das doch so machen. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir darüber noch können. Sonst guckt natürlich der Keller raus, ne? Weil der ist ja nicht, der ist ja quasi im Fundament drin, der Keller. Dann würde ich trotzdem die Sauna auf die Seite machen. Dann gehen wir hier mal wieder zurück. Dann lassen wir hier noch eine Seite und machen vielleicht noch ein Podest oder irgendwie sowas. Dann machen wir doch da nach hinten die Sauna rein. Ja. Würde ich so mal machen. Dann entfernen wir hier den Raum. Steuerung gedrückt halten. Dann haben wir das ein bisschen zu einer Nische für die Treppe. Und die Sauna, die ist, glaube ich, 3x4. Die könnte man direkt oder hinten ins Eck. Dann könnte man hier hinten nochmal so eine, das wäre so ein bisschen extra, ne? Diese Ecke da hinten, die wäre so, das Licht ist komisch von den Lampen. Wäre die so ein bisschen extra. Wobei hier ist, da würde ich eher die Luft da noch so ein bisschen lassen. Ja, hier die Duschen, dann hier vielleicht sowas zum Sitzen. Und da hinten dann, ja, gute Frage. Und wir machen es weg da hinten, genau. Ja, da haben wir doch den Stein, guck mal an, das ist doch cool. Was haben wir noch? Da gibt es noch so. Ich mag das Warme oder halt das Holz. Na, eigentlich haben wir alles Holz hier in dem Haus. Ist auch schön. Aber ich würde entweder das Holz nehmen oder halt den Stein, ne? Alles cool irgendwie. Das sind halt zwei verschiedene Arten. Aber ich würde es, glaube ich, doch in dem Holzstil machen und Stein dann nur vereinzelt. Stone. Ja, das passt besser dann auch zum Boden oder so, ne? Man könnte da natürlich auch den Boden so drehen. Mit Punkt und Komma kann man das ja tun. Genau. Kann man da runter. Und was brauchen wir noch im Wellnesskeller? So ein bisschen noch was mit Massage, oder? Das ist, dann wird es schon luxuriös. Und dann gehen wir mal in Wellness-Tag rein. Ja, das ist natürlich perfekt als Kombinationsmöglichkeit hier. Ja, genau. Also Schränke, die können wir hier anbringen. Die gibt es doch bestimmt auch in dem Holzton. Und da gibt es nur Schwarzholz. Gibt es nur Schwarzholz. Na gut, ist auch okay. Auch okay. Wieso willst du denn wegen der Lampe, du? Ehrlich mal. Mann, Mann. Ja, da können die Bademäntelchen anziehen. Aber wir brauchen da eigentlich nur eine Tür.
brauchen eigentlich noch eine Tür hier für die Sauna. Das ist nicht so günstig. Da können wir die vielleicht da hinten an den Rand machen. Ja, man kommt so runter und dann duschen und Schränke. Bisschen weg vom Wasser, ne? Ja, da machen wir noch schön das Eck. Das ist noch nicht so, wie ich es will. Wir machen hier auch mal den Holz. Den Holz, den Stein. Hier den Holz, hier den Stein. Dann machen wir vielleicht doch einen Steinpool, wenn wir das nämlich hier so einsteinen. Was für ein blödes Wortspiel. Ja, natürlich noch schön, dass es nicht so blatt wirkt, aber so von der Idee her, ne? Weil da brauchen wir jetzt eine Tür. So, wir gehen nochmal in Wellness-Tag. In Wellness-Tag gehen wir rein, ja. Genau, da müssen jetzt hier diese tollen, wirklich tollen, ich finde die voll schön. Ja, müsste man fast schon wieder. Eigentlich weiß. Luxuriös weiß mit so beige dann wieder, ja. Dann nehmen wir die Standard-Weißen. Schön schlicht. Das sind ja auch gleichzeitig Massagestühle. Jetzt komm hier. Okay, jetzt finde ich vom Platz hier guck, finde ich das ganz angenehm. Ne? Da kann man hier nur einsteigen. Und trotzdem sitzt man am Wasser und es ist nicht zu weit weg. Hier die Duschen. Okay, ist vielleicht nur ein Kästchen. Ja, ich würde nur ein Kästchen. Dann gehen wir nur ein Kästchen raus. Ach nee, ich werde wieder das entfernen. Mensch, du Spiel, du. Ach Mensch. Immer macht das so blöd Scheiß hier, der Spiel. Was soll das denn? Ich will das behalten. Ich mach mal baby.moveObject und verschieb das hier rüber. So. Ja, dann machen wir das mal so. Hier kommst du ran. Das mal so. Das ist auch nochmal ein bisschen mehr Luft. Ich weiß, ich habe jetzt zwei, aber das ist gut. Zwei Kästelein, dann ist der Schrank so ein bisschen weg vom Pool. Und ja, das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man da vielleicht die noch ein bisschen weiter rüber setzt. Und hier in die Ecke nochmal so eine Pflanze oder ein Regal oder irgendwas reinstellt. Ja. Ja. Ich glaube, das wird so ganz geil. Hier muss nur eins zurück. Eins zurück hier. Du hängst in der Wand rum. Ja, jetzt probiere ich das mal, wie das aussieht mit den Säulen, die wir hier haben. Weil da könnte man die schön an die Tapeten da ran, vielleicht sogar noch dazwischen, dass das so ein bisschen stollenmäßiger aussieht. Ja, das geht nicht auf mit zwei Kästeleins hier. Dann machen wir da am Rand nochmal eine Einser. Mhm. Oder? Das sieht geil aus. Das ist so ein Stollen halt, ne? So ein Ding. Das sieht blöd aus, wenn das Wasser da aus dem Holz rauskommt. Also hinter dem Holz. Das wär, glaube ich, ungünstig. Dann müssen wir das doch so machen. So, dann gehen wir da auch zwei weg. Komm jetzt, liebes Spiel. Mach mich nicht fertig hier. So. Die Säulen wollen wieder nicht so, wie ich das will. Ja gut, und hier ist dann halt das Endstück hier, der Endrahmen. Ja, da finde ich aber trotzdem gut, oder? Ja, oder wir machen... Ja, wie man es dreht, sich bald überall Säulen. Oder wir machen es so, dann wäre es wieder... Ne, wäre es nicht symmetrisch. Aber wir können da in der Mitte auch, wir machen immer zwei. Zwei, zwei. Zwei, zwei. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn man da jetzt noch ein Holz reinsetzt. Das könnte ganz gut wirken. Da hinten dann auch oder nicht? Oder andersrum. Das würde natürlich auch gehen, wenn man hier die Breiten so ein bisschen noch... Das sieht blöd aus mit dem Eck. Wieso ist denn das so blöd? Wieso ist das so blöd? Ach, das ist auch ja wieder zum Mäusemelken. Na gut, das ist halt zu kurz hier. Nee, ich mag das so nicht. Ich möchte es doch wieder anders haben. Ich möchte hier genau den gleichen Abstand. Der Rand ist mir dann egal. Dann machen wir das so, dass wir hier nur eins machen oder mal wieder blöd. So wär's dann wenigstens gleichmäßig. Da geht es natürlich nicht auf, weil wir eine ungerade Zahl haben und hier eine gerade. Andersrum, hier ist gerade, hier ist ungerade. 7 und 5. Das geht nicht mit 2 und 1. Nee. Oder man verlängert es bis nach hinten.
Ja, das ist eine wichtige Entscheidung. Das ist nachher die Gesamtwirkung, wisst ihr? Manche sagen da, ach, Daniel, mach halt schnell fertig. Nein. Meine ich. Wenn man das so und so und so. Jetzt sieht es wieder gut aus. Wenn man das jetzt bis zum Schluss macht, ziehen das durch. Ziehen das voll durch, ja. So, wieder zwei und wieder eins, ne? Gut, am Eck ist dann egal, da können wir abschneiden. Ja, so würde ich es mal machen. Dann haben wir hier eins und dann haben wir wieder zwei. Wieder eins und wieder zwei. So. Geil, oder? Sieht cool aus. Baby, du siehst gut aus. Ja, das machen wir. Oder? Gut aus. Sieht gut aus. Ist abgenommen von euch. Meine lieben Bauherren und Bauherrinnen. Bauherrinnen. Saunatür. Das ist für mich eine Saunatür. Das ist so eine richtig schöne alte Stollentür. Und dann könnte man... Wir gehen wieder in Wellnesstag zum 10. Mal. Und holen wahrscheinlich trotzdem wieder nichts raus. Wellnesstag Sauna. Oh ja, so ein Ding wäre noch gut. Ja, eine schöne Holzsauna rein natürlich. Und Kerzen wollen wir natürlich nicht missen. Passen bestimmt auch voll gut vor diesen Stein da. Haben wir das auch in dem... Oh, das Holz ist gut, aber da gibt es noch ein dunkles, aber das ist nicht so gut. Ja, dann nehmen wir gleich das helle, da ist das gebonkt, da gefällt mir auch die Kerzenfarbe. Da kann man hier hinten so ein bisschen... diesen, das soll schon an die Wand, aber halt nicht rein, ne? Ja. Dann haben wir da hinten so unseren Entspannungsbereich. Da könnte man dann noch diese Massagestühle oder ein bisschen Fitness, auch nicht schlecht. Oder beides. Diese Massageliege, pardon, verwenden. Nehmen wir die. Wieso gibt es denn nur mit grün, die ist schön braun? Dann nehmen wir die. Die ist besser. Die ist zwar ein bisschen knallig, aber... Ja, dann würde ich die da nehmen. Und dann könnte man das hier mit Waschbecken auf der Seite nochmal ein bisschen abrunden. Dann nehmen wir auch wieder die luxuriösen gleich direkt aus dem Pack, oder? In weiß, würde ich sagen. Das mal so. Hier hat man da nochmal Waschbecken. Und... Ja, Klo müsste hoch. Also ganz ehrlich, wer hier unten kacken will, der hat sich bitte hier nach oben zu begeben, ja? Hier wird nicht gekackt. So, das ist erwarmen. Machen wir das mal so. Schon cool. Vielleicht könnte man da noch so eine Steinumrandung machen, einfach weil es cool aussieht. Vielleicht. Weiß es noch nicht. Ja, vielleicht so einen natürlichen Stein. Ist denn das mit den Kästchen so komisch, dieses Objekt? Das ist da, das da vorne noch ein halbes Kästelein Platz hier, ne? Das kannst du nicht schön einrunden. Das ist doch blöd. Ich weiß immer noch nicht, ob mir der Stein gefällt oder der Holz. Dann ist auch schön. Der Stein passt irgendwie nicht zum Gesamtbild. Ich glaube, ich mache doch Holz. Das wäre es besser, wenn hinten wieder Holz... Ja, gut. Nee, das so gefällt es mir besser. Und die Farbe hier muss dann doch heller. Ja. Wegen mir nehmen wir halt das Grün. Mir ist auch egal. Man könnte es auch... Ach, wieso gibt es das nicht in Weiß, man? Man könnte es auch einfach anders machen. Es muss nicht alles O-Ton sein. Ich finde es halt immer schön, wenn es so ein bisschen... aus einem Guss, aber hier wäre auch der Grüne dann angesagt, ne? Aber das Holz auch wieder anders. Ja, das glaubst du doch nicht, ne? Das ist doch wieder... bescheiden hier. Ne, mir gefällt das Weiße. Dann nehme ich aber auch das Helle und das Weiße. Weil ich finde einfach, das Weiße ist viel schöner. Ich glaube, da wären die dann entsprechend, oder? Oder könnte man auch wieder die Weißen nehmen? Ja. Ja, dann nehmen wir da das Weiße. Dann heben sich die Möbel ab. Jetzt gucken wir hier nochmal, da wäre das dann entsprechend. Ja, machen wir das so. Nicht gut. Der Boden, ich weiß noch nicht, ob mir der so gefällt. Bin noch am gucken, ob wir da vielleicht... Aber Stein ist halt wieder too much, ne? Es ist zu kalt. Es ist zu kalt einfach. Es ist zu kalt. Selbst wenn man die Lampen wärmer macht,
Ich würde ja lieber einen schönen Holzboden nehmen, auch wenn es blöd ist mit dem Wasser. Aber so ein Holzboden ist schon was Edles. Und der ist halt gut beschichtet, ne? Da haben sie da halben Meter Wachs draufgepackt oder was weiß ich. Ah. Ist ja kontrollierbar. Ist ja jetzt kein Schwimmbad oder so. Man könnte hier beim Einstieg vielleicht nochmal so eine, wie beim Kamin halt, so eine Schutzfliese machen. Nenne ich es mal. Oh, der, Moment mal, wenn wir da so solche Steinfliesen nehmen. Ich bin irgendwie immer beim Holz gedanklich. Mir gefällt es nicht mit Stein. So ein warmer Stein wäre natürlich auch möglich, ne? Diese Lampen nerven mich, die machen das Licht so komisch. Fliesen wären halt schon gut, ne? Praktischerweise. Aber die sind ganz schön da aus Großstadtleben. Und da gibt es auch schöne Farben hier, ne? Aber ich fand das bräunliche schon gar nicht so schlecht. Das ist voll der schöne, oh, der ist auch schön. Der schwarze ist natürlich auch edel. Wow. Okay, also das ist, da müsst ihr mal nochmal schreiben, weil der ist ein bisschen zu abgelutscht schon, ne? Irgendwie der Großstadtleben noch nicht. Und dadurch, dass der so ein bisschen, ja, grob ist, sag ich mal, passt das wieder zum Stil des Hauses. Ja, jetzt kommen wir trotzdem nochmal in die Steinböden rein. Da gibt es nämlich auch ein Batu, ganz schöne, finde ich. Und wir haben da auch einen entsprechenden Steinkreis in Batu. Das muss ich mal kurz rausholen, das Objekt, bevor ich das wieder vergesse. Batu, Objekte, oh, das sind viele. Mal ausklappen. Da gibt's den da, ja. Der ist nämlich ziemlich geil. Ziemlich geil. Da gibt's auch ein bisschen heller noch. Ist wirklich cool, was die da gemacht haben. Ja, die unteren sind uninteressant. Farblich passt der jetzt auch nicht so gut. Der vielleicht noch. Das hat echt was irgendwie. Das hat so was Besonderes. Das ist so was Einmaliges auch irgendwie. Das kennt man so gar nicht, diese schönen Steinteppiche. Also da hätten sie sich wirklich mal so... Das ist so ein Objekt, wo ich sage, oh geil, da lohnt sich das Pack voll. Das könnte man so machen oder auch insgesamt hier irgendwie so als... Ja gut, hier ist rund, das ist ein bisschen blöd. Aber ich finde das irgendwie geil. Ich weiß nur noch nicht, wo verwenden. Wahrscheinlich unter der Liege wär's geil. Das ist so, also ein bisschen grünlich, ne? Passt eher für außen dann auch vielleicht, ne? Ja, wieso nicht? So ein bisschen Glimbim. Glimbalimbalim, wenn wir schon hier drin sind. Da gibt's auch so schöne Vasen, genau. Und solche Flashlines. Das könnte so Duft oder Kerzen oder irgendwas. Ne? Könnte da drin sein. Und hier ist so diese mega schönen Fiolen, die wir alle schon kennen vom Eispalast. Als Türmchen. Kein Witz. Da könnte man schöne Regale machen, die so ein bisschen aufbauen. Und die natürlich. Das sind eh die coolsten, so oder so. So schöne Vasen. Ja. Da freut man sich, dass man doch hier Batu gewählt hat. Sonst eigentlich immer weniger. Oh, da gibt es noch sowas. Kann man nicht umfärben? Okay. Okay, bevor ich das wieder nehme, ne? Sonst denke ich wieder nicht dran. Surubat. Widerstandstorpedo. Wollen wir Torpedos hier? Das wäre auch ein schönes Schneemobil. Der floatet ja so, ne? Der schwebt. Also levitiert über dem Boden. Und das wäre auch so ein geiles Schneemobil. Also muss man schon sagen hier. Würde ich voll die Batu-Objekte hier drin. Monstermülleimer, ne, das brauchen wir nicht. Okay, oh, die Vasen aber. Das ist auch so. Also das Pack, das lohnt sich wegen den Vasen und Pflanzen und so. Das ist wirklich, das ist echt. Also da kann niemand was sagen hier, oder? Weil die sind schon irgendwie, sind so ein bisschen extravagant. Aber voll schön irgendwie auch. Also richtig schön detailliert und nicht matschig und irgendwie schöne Farbkombis. Also kann man echt nichts sagen. Ich kann mich nicht entscheiden, welche. Ich finde alle irgendwie cool. Jede hat sowas für sich. Ich glaube, ich nehme mal so eine neutrale mit so ein bisschen was Peppigem hier drin. Poppig, peppig. Aber die passen natürlich hier mit dem Gold
Touch schon irgendwie auch gut rein, ne? Sollen wir es eher doch schlicht halten? I don't know. Aber die Vasen sind mega schön. Können wir auch unter die Treppe vielleicht eine? Da maulen die Sims da rum. Ich komme nicht runter, da dann ja den Vase hier hingestellt, man. Können wir nochmal so eine Weiße vielleicht nehmen? Ja, hier wollte ich doch noch was. Die passt da gut rein. Die ist so schwer, die Vase. Sonst wird die da verquetscht in dem Eck, wenn wir da was Filigraneres nehmen. Dann können wir die da so ein bisschen reinpacken. Da kommt da ein bisschen das... Dieses Luxus-Feeling muss ich noch reinbringen in diesen Keller, ne? Da müssen wir so ein bisschen dieses Rich-People-Style hier rein. Sanitär. Nee. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die Badehausduschen hier zu nehmen. Aber ich finde die jetzt gar nicht mal so blöd. Da reichen auch locker floggisch zwei Duschen. Locker floggisch. Finde ich gut. Hat man noch ein bisschen Luft. Und das Ganze ist nicht zu eingeengt. Immer dieses, ne, dieses Luftlassen ist ja auch so ein... Hier ist gerade irgendwas umgefallen bei mir vor der Tür. Das hat einen Mordsschlag getan. Muss kurz gucken. Das vergesse ich bestimmt wieder rauszuschneiden. Das hat sich angehört, wie wenn jemand eine Mülltonne überfahren hätte oder so. So ein Plastik. Ja. Ich glaube, es ist alles gut. Ja. Ich sehe nichts weiter. Gut. Aus den Augen, aus dem Sinn oder was? Okay. Ich mache jetzt mal die Lampen weg und wähle ein paar schöne Wandlampen aus. Oh, da könnte man auch diese Stollenlampen da nehmen. Das wäre natürlich auch cool. So Hängekerzen. Könnte man... Ich würde die sogar, glaube ich, auf das Holz packen. Da hinten haben wir zwar die Kerzen, I know. Also ein bisschen zu düster. Ich würde da, glaube ich, direkt die nehmen da aus Hunde und Katzen. Das sind so schöne Stollenlampen, oder? Richtig schön. Finde ich voll gut. Bei den Duschen und so, ich weiß nicht, ob wir da noch dann vielleicht sogar ein bisschen mit diesen Wellness-Dingern hier arbeiten, weil das natürlich auch so was, ja, so Lichtpanels und so, das ist auch so Luxus. Luxus-Scheiß, in Anführungszeichen. Dass man da vielleicht noch was mitmacht. Ja, unsere Duschen leuchten. Kann man dann erzählen nach dem Urlaub. Und wo warst du? Ich war in Mount Camaraby. Wir hatten ein geiles Shisha-Lee mit leuchtenden Duschen. Ich finde das voll geil. So indirektes Licht, trotzdem ist es hell, aber es überstrahlt den Raum nicht. Perfekt, oder? Perfekt. Bauernhoflampe hier. Wir kommen nochmal im Bauernhof-Pack, man weiß es nie. Zack, noch ein bisschen da, ja, aber es ist mir trotzdem noch zu düster. Also da muss auf jeden Fall nochmal was rein. Und wir müssen die Leuchtpanels hier auch nochmal wiederholen. Ich würde es direkt hier bei den Waschbecken machen, da haben wir nämlich das gleiche Spiel. Natürlich müssen die hier noch symmetrisch sein. Ich würde es aber freistehend lassen, aber halt so... Dann kann man die Spiegel reinsetzen. Und ich habe aus Versehen drei platziert. Nee, ich habe es mir überlegt, ob ich drei platziere, aber... Und dann. Also gibt es ja auch die mit dem indirekten Licht. Ich glaube, ich fände die ganz geil. Weil die passen zum Stil. Die müssen echt in die Mitte. Die haben wir gar nicht. In die Mitte mit euch hier. In die Mitte. Du bist in der Mitte. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Licht, oder? Die sind immer schön. Aber ich finde das immer komisch, wenn die nicht ganz bündig sind mit diesem Waschbecken. Ja, aber die machen halt schon viel mehr her einfach, ne? Ach, das ist immer diese Abwägung. Vielleicht können wir auch zwei Stück nehmen, so ineinander setzen. Über Spiegeln geht das und über Straße zwar oben ein bisschen in der Mitte, aber das ist, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Hat man noch das Holz und trotzdem noch die Spiegel auch. Okay, dann mache ich jetzt mal Deckenlampen
Und zwar die kleinen LEDs-Dinger. Und die packe ich mal dahin. Was ist denn da kaputt, dass das hier so einen beschissenen Schatten wirft? Kann mir das mal jemand sagen? Ich gucke nochmal oben raus. Ah. Ja, gut zu wissen. Danke, dass du mir gleich sagst, liebes Spiel. Da sind wir zu weit nach hinten gerutscht. Oh no, da müssen wir wieder Fixing machen jetzt dann. Eieiei. Oh, jetzt scheint es zu gehen. Wo sind wir da rausgegangen? Wo haben wir da irgendwann auch was rausgeguckt? Das kriegen wir hin. Das disponieren wir einfach um. Ja, das wäre doch gelacht. Ich hoffe nur, das Zeug ist im Inventar und nicht irgendwie. Ist nicht verfügbar. Ja, wo ist es dann hin? Ist es jetzt weg? Müssen wir unser Pavillon nochmal neu machen, unser Auto holen. Naja, gut. Das ist okay. Dann müssen wir hier oben planen. Ja, so ist es, wenn man nicht aufpasst. Wo kommen wir denn da? Das sind wir noch unter der Küche, ne? Aber wie weit geht denn das? Okay, also bis dahin. Also ein bisschen raus müsste man da noch. Ach, das ist doch jetzt beschissen, oder? Da baue ich da ewig schön rum und dann ist oben alles kacke. Mann ey. Nervigum hier. Also wir können nochmal ein Kästchen weiter rüber, weil dann sind wir da mit der Küche da im Lot. Dann machen wir das doch. Das geht sogar ganz gut. Also das kriegen wir hin. Machen wir das so. Dann haben wir da noch mehr Nische am Rand. Ist okay. Jetzt auch wieder. Müssen wir hier wieder. Naja. Und dann müssen wir hier zurückbauen. Ja, hier müssen wir wieder rein. Dann könnte man den Bereich entweder hier machen. Ja, oder hier noch ein Stück weiter. Das wird auch gehen. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit schon rauskomme hier. Ja, ich meine, es muss eigentlich nur ein Kästchen oder zwei müssen wir. Nee, da auch noch. Ja, auch noch. Ja, oder wir machen das Geländer rüber und packen das nicht. Ich fand das so cool mit dem Carport. Ja. Ich möchte den Carport noch behalten. Gehen wir hier weiter nach hinten oder da, hinter der Treppe. Das ist Sauna noch. Ja. Dann wäre das ganz gut. Ja, wir brauchen den Platz auch gar nicht so groß, ne? Ich rette mal mein Zeugs hier alles. Eieieiei. Ja, so ist es, wenn man einfach drauf losbaut hier im Keller und denkt, hier gibt's keinen Morgen. Dabei ist man im Fundament. Und dann guckt da oben raus, ja. Voll Fail-Folge. Na, merkt ihr das auch mal, dass bei mir nicht immer alles so flutscht? So. Ich höre es immer wieder, ja, wenn ich was baue, dann sieht es bei mir mal blöd aus und bei dir sieht es immer gut aus. Nee, ich habe immer auch Probleme, ja. Sorry. Euch da enttäuschen zu müssen. Also wir machen da jetzt einfach mal einen Cut. Wir machen hier einen, also nicht beim Video, sondern hier ein. Das wäre gar nicht mal so ungeil, wenn das hier so in der Nische ist, so komplett dieser Pool. Das wäre gar nicht mal so ungeil. Wisst ihr, wie ich meine? Dass der hier so richtig schön eingelassen ist. Oh, das ist auch schön. So richtig wie so eine kleine Höhle. Oh nee, jetzt hat sie die Lampen da gelassen. Dann gehen wir jetzt hier nach hinten und machen da einen schönen Raum. Dann machen wir jetzt einen schönen Raum und gucken zuerst. Da wird wohl die Treppe sein. Ja, so passt's, ne? Ja. Ich klick's nochmal an. Geh nochmal einen Stockwerk hoch. Ja, da sind wir genau noch drunter. Na also dann. Na also denn. Ja, es fällt auch gar nicht so blöd. Ist gar nicht mal so blöd, ne? Weil ich finde das echt cool. Ich bin nur am Überlegen, ob ich das hier breiter mache. Ja, dass das so eine Kante da dann ist. Aber dann hätten wir da mehr Luft. Aber man könnte eigentlich auch die Sauna einfach eins weiter nach hinten schieben. Ich glaube, so machen wir es auch. Dann lassen wir da die Waschbecken, ziehen das hier wieder doch eins zurück. Haben wir genug breiten Flur. Und hinten machen wir dann. Oh ja, da können wir auch. Oh. Nur zur Lücke hier. Es kommt immer was, wenn man was macht, ne, was baut. Und dann muss man umbauen, zwangsweise. Dann kommen immer wieder neue Ideen. Ich würde jetzt hier mit diesem Bogen so einen Stollenbogen, ne, quasi machen. In der Hoffnung, dass der oben nicht rausguckt. Ach, der guckt bestimmt raus. Ja, Stolperfalle. Da müssen wir eine niedrige Wandhöhe nehmen, aber ist auch okay. Da gibt es auch schöne. Die sind, glaube ich, nicht so breit, aber da haben wir auch. Ist das der? Ne, das ist der billige.
Das ist der moderne, das ist der richtige. Ja, da kann man so Stollen, ne, so Durchgangstüren, Stollentüren machen. Wie sagt man? You know what I mean, you know what I mean. Dann hat man da hinten schön separiert auch diesen Ruhebereich. Da können wir vielleicht noch so Vorhänge aufhängen bei diesem Durchgang. Ja, ja. Guck, am Ende wird es sogar wahrscheinlich noch besser. Ist es denn zu fassen? Ja. Merke, niemals einen quadratischen Raum ziehen, sondern schöne, verwinkelte. Dann kannst du schön kuschelig und separiert und alles gut machen. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja, und ja, und ja. Was macht ihr denn da? Kommt doch wieder raus hier, Mensch. Da will doch kein Sim hier haben. Beleuchten wir hier. Beleuchten wir hier das. So, jetzt mache ich aber trotzdem nochmal die Lampen rein, weil ich will nochmal die Farbe jetzt hier reinkriegen. Ich will nochmal die Farbe hier. So, immerhin da drei Stück. Du musst, glaube ich, noch darüber. Was ist denn das für ein komisches Licht? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Und zwar gehen wir jetzt da in den Live-Modus, wollte ich sagen. Passen die Lampen an? Ah, das geht nicht. Ja, wir müssen das Grundstück bis zum nächsten Mal mal mieten. Sonst können wir im Live-Modus nicht reingucken und die Lampen anpassen. Die kann man schön warm-gelb machen, ne? Warm, warm-weiß. Und dann ist das so ein bisschen gedimmter. Und dann ist da ein richtig schöner Atmosphäre, eine richtig schöne Atmosphäre dann gegeben. Und es ist nicht so grell wie jetzt. Das machen wir natürlich noch richtig. Und hier können wir auch noch schöne, können wir noch so Handtuchregal oder so ein Dekoregal. Die Tür muss natürlich hier jetzt in die Mitte. Hier so die. Ja, gut, du passt auch da drunter, ist auch egal. Ich finde das echt komisch mit dem Licht. Wisst ihr, woran das liegt, dass das so komisch bricht? Ja, ich weiß auch nicht. Ist es ein Raum hier? Ist es ein Raum? Es ist hier gar nichts. Ist das wegen dem Podest-Scheiß da oder was? Kann ja mal auch nicht sein. Oder wegen diesem Klo? Ich glaube, da ist es doch, ne? Irgendwo hier ist der Knackpunkt hier. Ich glaube, da ist das Klo oben. Naja, aber vom Raum her ist das wie das Klo. Kriegen wir alles hin. Bin ich guter Dinge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder weiterbauen hier im Skischalet. Ich bin Daniel von simfans.de. Ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wirklich, wenn es euch gefallen hat, Dankeschön dafür. Und ich erwarte eure Kommentare, Ideen. Und ich habe ganz viele noch auch von den letzten Folgen aufgeschrieben. Die werden nicht vergessen. Die kommen dann nächstes Mal oder übernächstes Mal oder irgendwann dran. Wirklich, will ich machen. Einiges. Wir haben Pflanzen hier noch. Pflanzen an den Terrassen drumherum hier noch. Wir brauchen noch mehr Kinderbetten. Wir tauschen die Kinder- und Kleinkinderbetten. Vielleicht machen wir noch mehr Betten rein. Und dann wird das, glaube ich, ganz gut. Ja, soweit, so gut. Vielen lieben Dank. Bis dann. Euer Daniel. Macht's gut. Tschüss.